aber es dauert noch ein bisschen länger. Da steht noch eine Suppe auf dem Herd, die kannst du warm machen. Weil du die Älteste bist, Hanna. Servus, Gerd. Servus. Bist du die ganze Verstärkung? Und ich habe nicht mal Bereitschaft. Na, servus. Wir waren gerade beim Einkaufen. Was haben wir denn? Ein abschüssiges Gelände haben wir. Und irgendein Idioten, der beim Parken vergessen hat, die Handbremsen anzuziehen. Alles in Ordnung zu Hause? Ja, alles gut. Also geht davon aus, der Wagen ist da gestanden. Ja. Dann ist er da entlang geschlittert, ja, und dann da runtergerauscht. Aber das ist da jetzt gesperrt, wegen der Lawinengefahr. Ja, ich habe keine Ahnung, was der da suchen gehabt hat. Ich bin da zur Kontrolle vorbeigefahren und habe da die Autospuren im Schnee gesehen. Ach, servus, ihr zwei. Servus. Niemand da unten, niemand drin. Cool. Also alles gut. Und du bist ohne Sicherung unterwegs, ne? Na ja, schlimmstenfalls wäre ich im Schnee gelandet. Cool. Genauso wie der Wagen da unten, den hat es ganz schön zerlegt. Ja. Wo ist denn der Ben? Keine Ahnung. Der ist nicht erreichbar. Wie? Der hat doch Bereitschaft. Ja, das ist schon okay, der muss sich angewöhnen. Dafür bin ich ja da. Ist ja auch kein Notfall. Der Benjamin hat unsere wichtigste Ausrüstung. Also schön. Wir schaffen es auch mit dem, was wir hier haben. Ich schlag vor, wir setzen den Abschlepper bis an die Kante zurück. Ist der Stahlseil vom Schlepper lang genug? Schauen wir mal. Wir setzen unten den Haken und dann angeln wir die ganze Karre einfach rauf. Okay, genauso wird's gemacht. Wer geht runter? Immer der, der fragt. Bist du schon schlapp, oder was? Ja. Komm, hepp. Weiter. Alex, lass uns umkehren, bitte. Wir können mit meinem Vater reden, wenn er wieder im Tal ist. Damit meine Mutter dann dabei ist? Ganz bestimmt nicht. Das würde ihr endgültig das Herz brechen und das lasse ich nicht zu. Aber mein Vater sagt immer, dass es gefährlich ist hier oben im Winter, wegen Lawinen. Miriam, ob das gefährlich ist oder nicht, ist mir gerade sowas von scheißegal. Mein Vater sagt immer, dein Vater führt ein Doppelleben mit unseren Müttern und kein Schwein weiß was. Dafür gibt es bestimmt eine Erklärung. Was soll es denn dafür für eine Erklärung geben, ha? Huh? Wir haben doch die Fotos gesehen. Ich kann das einfach nicht glauben. Ja, die Geschichte ist auch so krass, dass uns es keiner glauben wird. Mach's am besten an der Abschleppbüse fest, ne? Abschleppbüse? Muss man die alten Kiste erstmal finden. Ich brauche mehr Seil. Das reicht nicht. Ja, mehr haben wir nicht. Komm, lass los, wir verlängern hier oben nochmal. Okay. Das ist doch echt komisch. Ich meine, die Schreibmaschine von meinem verschwundenen Vater in der Hütte von deinem Vater. Klingels, das kann doch irgendeine Schreibmaschine sein. Zeig mir noch mal das Foto. Miriam, zeig mir noch mal das Foto. Komm. Ja. Ja, da, sag ich doch. Die verbogene Zeilenraste. Das ist seine Schreibmaschine. Die gehört meinem Vater. Und die ist hier oben. Irgendwo. Ich war auch erst einmal hier und das war im Sommer. Sieht hier mit dem Schnee alles ganz anders aus. Ein Stück weit. Hm? Ein bisschen Kaffee. Ein bisschen was ist nicht drin in der Kanne. Ja, gern. Ja? Ich weiß ja nicht genau was, aber irgendwas stimmt hier gar nicht. Mann, Miriam, wo lang? Ist nicht mehr weit. Come on!
Jan, jetzt komm! Halte das ein! Warte mal! Geht schon! Auto in eine Lawine gefahren? Das kriegen auch nur die beiden hin. Wanderungen sind dort keine gemeldet. Also gehe ich davon aus, dass es unsere Jungs sind. Jedenfalls haben wir Anweisungen, ein Fahrzeug zu suchen. Oder was davon übrig ist. Scheiße, mein Handy ist weg. Ich gehe nach Hause, ist mir egal, was du sagst. Ja, okay. Bist du verletzt? Tut dir was weh? Atmen tut weh. Vielleicht die Rippen oder so. Wir gehen zurück. Wie denn? Was ist, wenn wir nochmal was lostreten? Gibt's vielleicht einen anderen Weg? Du wolltest unbedingt zu meinem Vater. Ich wollte halt wissen, was da los ist. Oh, Scheiße. Mein Vater ist Lawinenforscher. Er kann uns helfen. Er weiß, was zu tun ist und kann das nach Hause bringen. Also jetzt weiter bis zur Hütte, oder was? Das ist ganz schön zusammengefaltet. Da liegen ein paar Tonnen Schnee und Eis über uns. Das ist hermetisch dicht, da kommt keine Luft rein. Ich würde mal sagen, uns läuft die Zeit davon. Oh Mann! Oh. Ist nur ausgekugelt, hä? Ich hatte mal. Was? Fass mich nicht an, Mann. Komm schon, Markus, das muss sein. Damit kenne ich mich aus. So. Ich taste mal ab, ob was gebrochen ist, okay? Okay. Oh, Scheiße. Gott sei Dank. Ist nichts gebrochen, okay? Oh! Oh! Oh, Scheiße, tut das weh. Warte, ach, drei, ja? Was? Drei. Ja! Oh! Oh! Du Arschloch. Gern geschehen. Oh! Okay. Oh! Und schön atmen. Das Suchgebiet. Die gehen systematisch vor, Stück für Stück. Das dauert wahrscheinlich. Ja, das darf aber nicht dauern. In die Blechkiste kommt keine Luft rein. Wir haben keine Zeit, das weißt du. Ja. Ah.
Tobias und Markus sind beide verschüttet und Benjamin ist nicht zu erreichen. Ja, das klingt jetzt ganz so, als hätten Sie die Leitung, Frau Strass. Sei so hoch. Wir müssen die finden, schnell. Das machen wir. Ja. Okay, Jungs. Verschütteter Wagen, zwei Insassen. Wir schließen die Desorientierungskette an. Michi, ich brauche einen Rucksack. Weiß man dann irgendwie, wo die stecken könnten? Keine Ahnung. Da oben sind sie abgerauscht. Wenn jetzt einer berechnen kann, dann Ben, frag den. Und wo steckt der? Keine Ahnung. Okay, du bleibst standby. Alles klar, Chefin. Hey, alles klar? Oh mein Gott. Was ist das? Ich blute. Das von innen, das ist gar nicht gut. Gar nicht gut? Der ganze Scheiß hier ist gar nicht gut. Ich hätte niemals auf dich hören dürfen. Ich weiß, das ist meine Schuld. Es tut mir leid, okay? Es wäre besser, wir wären bei dieser albernen Bergführung geblieben und wären uns nie begegnet. Das bringt doch jetzt auch nichts. Ich wünschte, ich hätte das mit meinem Vater nicht gewusst. Ich wünschte, es wäre so. Er hat uns alle belogen. Mein Vater wäre der Einzige, der uns jetzt noch helfen könnte, Alex. Jetzt komm. Was meinst du? Ich sitze seit einer noch. Nachdem du ohnmächtig geworden bist. Wie viel? Der Sauerstoff ist verbraucht. Ob du bei Bewusstsein bist oder nicht, das ist vollkommen egal. Das Reserverad. Da sind bestimmt 3 bis 4 Tüten drin. Das sind ein paar Kubikmeter für uns. Ist gut. Wenn wir Glück haben, wir 5 Minuten länger Luft. Scheiße. Hoffentlich hat die Dreckskiste Reserverad. Ist gut. Ich hinten im Kofferraum. Gott. Eine Abdeckung. Kommst du ran? Ich hab's. Ja. Ja. Hörst du das? Da sind sie. Die suchen uns. Da sind sie. Hey! Hey! Schritt! Stich! Schritt! Stich! Das ist doch alles viel zu groß hier. Schritt! Wir finden die Ellie, glaub mir. Stich! Schritt! So leise. Die marschieren vorbei. SOS, echt jetzt? Sein muss wirklich auf den Donauwald sein. Schritt! Stich! Hörst du das? Steckt er mich die fest. Alles klar. Also, die haben es gehört. Weiß es nicht. Hörst du das?
Okay, das war's dann. Danke an alle, super Einsatz. Also ich glaube, das hat noch nicht mal richtig angefangen. Dem gehört der Wagen hier. Wir hatten da oben abgestellt. Soweit abseits. Und vor allen Dingen, wo ist jetzt der Fahrer? Das ist dein Job. Keiner zu Hause. Weder Tochter noch Mutter. Kein Vater, kein Ehemann? Das Auto, das ihr geschottet habt, ist zugelassen auf eine Sonja Marbach, 45 Jahre. Sie wohnt dort zusammen mit ihrer Tochter Alexandra, 18 Jahre. Gut, dann schaue ich mal um durch die Balkontür, kann ja nichts schaden. Genau. Was? Moment. Bitte schön, machen Sie da. Frau Sonja Marbach? Ja? Markus Kofler, Bergrettung Ramsau. Warten Sie, ich komme zu Ihnen runter. Nein, nein, bleiben Sie oben, ich muss sowieso rauf. Gott. Gott? Hallo Alexandra, wo bist du denn? Ich bin gerade zurückgekommen und du bist nicht da und der Wagen ist nicht da. Und hier sind zwei Herren, einer von der Bergrettung und einer von der Polizei. Und bitte melde dich doch dringend, ich mache mir große Sorgen. Und? Mailbox. Der Autoschlüssel ist tatsächlich weg. Ja, hat sie denn überhaupt einen Führerschein? Ja, ja, sie hat erst vor ein paar Wochen die Prüfung gemacht. Aber eigentlich darf sie den Wagen ohne mich nicht nehmen. Naja, es ist die einfachste und schnellste Art, in die Region nach oben zu kommen. Und sie war ja eigentlich auch gar nicht da. Wo dann? Also ich war ein paar Tage weg und in der Zeit hat sich Alexandra für diese Schneewanderung angemeldet. Darf ich? Sicher. Das ist ganz woanders, aber wir überprüfen das. Das muss andere Gründe haben. Frau Marbach, die Wohnungstür ist unbeschädigt, der Autoschlüssel ist weg. Alexandra muss hier gewesen sein, ist dann mit dem Wagen weggefahren. Ja, das ist ganz eindeutiger Anfängerfehler. Ohne Gang- und Handbremse das Auto zu parken, ne? Ja, aber was soll sie denn dort oben wollen? Wir werden sie finden und sie fragen. Es gibt bestimmt eine ganz harmlose Erklärung dafür. Wir melden uns, Frau Marbach. Gut, also, danke schön. Ja? Danke. Es tut jetzt mehr weh als vorher. Das Adrenalin geht, der Schmerz kommt. Das ganz normal bei einer Rippenprellung. Du ruhst dich jetzt mal aus. Schön, dass das das Auto gehört. Ich hab jetzt Markus. Du ruhst dich doch erst mal ein bisschen aus, oder? Die Rippen sind nicht gebrochen oder geprellt, oder? Ja. Ich weiß, was du jetzt denkst. Es ist versprochen. Geschworen hast du es am Tag unserer Hochzeit. Ich bin bei dir, Emily. Ich komme immer wieder. Ich bleib nicht am Berg. Niemals, okay? Entschuldigung. Kein Problem. Pass auf.
auf, wo du hintrittst. Ich weiß, dass die Hütte von meinem Vater hier irgendwo ist. Stimmt schon, zugeschneit, die Bude. Da sind wir schon längst dran vorbei. Die Bude kann nicht zuschneiden. Die ist viel zu groß dafür. Halt mal. Ich hab Netz. Ich hab Netz. Oh, Gott sei Dank. Ich rufe uns Hilfe. Ja. Oh. Alex! Alexandra! Du musst da sofort raus! Scheiße! Alexandra! Um Himmels Willen, Alexandra, komm da raus! Nein! 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 Du musst aus den Sachen raus! Es ist kaputt! Mein Handy ist kaputt! Jetzt, Alex, komm da raus! Lass die Stangen ganz auf Länge und dann ab in die Schlaufe. Hey! Was hast du denn hier? Ich gesucht und gefunden. Hast ja einiges verpasst. Ich wusste gar nicht, dass du auch Führungen anbietest. Ja, ihr macht ja auch alle Touren. Und was kann ich für dich tun? Alexandra Marbach. Das ist ein Anfängerkurs. Ich rechne immer damit, dass jemand nicht mithält und aufgibt. Sie war also hier mit dabei? Ja, und hat abgebrochen, ist gegangen. Du bist dann alleine abgefahren. Ja, der Vorteil an meinen Routen ist ja, dass ich mich mehr oder weniger von Parkplatz zu Parkplatz handele. Selbst Straßen sind nicht weit weg von meiner Tour, wie du sicherlich schon gemerkt hast. Alexandra Marbach wird vermisst. Was? Sie war noch mal zu Hause, es betrifft nicht deine Tour, du hast keine Schuld. Was ist passiert? Keine Ahnung. Sie ist irgendwo wieder in den Berg gestiegen. Wieder in den Berg? Ja, am Hilderlin-Pass. Und da verliert sich dann jede Spur. Das wundert mich, aber die waren beide ziemlich unerfahren. Die beiden? Sie ist nicht alleine abgestiegen. Und Miriam Winkler. Die haben sich ein Zelt zusammengeteilt, haben gequatscht und gequasselt, die ganze letzte Nacht durch. Und? Ja, nichts und. Am nächsten Morgen wollten beide partout nicht mehr weiter. Haben die Mädchen sich irgendwie gestritten? Nein, die kannten sich ja gar nicht vorher. Wollten dann aber trotzdem zusammen weg. Ich habe sie an einen der Zugänge abgesetzt. Und dafür sogar ein Bus. Hey, dir macht keiner einen Vorwurf, okay? Alles gut. Scheiße, ich hatte Bereitschaft, oder? Die Adresse von Miriam Winkler? Was ist da passiert? Keine Zeit, dir das jetzt zu erklären. Danke. Wir sehen uns unten im Tal. Hey, alles gut. Was gibt's noch zu essen? Gulasch. Guten Appetit. Mach keiner einen Vorwurf, hm? Ist klar. Hey Leute, wir brechen ab. Kleiner Notfall, ja? Tut mir leid. Komm. Los, wir teilen. Du bekommst meine Jacke. Zieh dich aus. Du sollst deine Sachen ausziehen, mach! Ich helfe dir. Mein Brief, bitte. Was für ein Brief? Der ist von meinem Vater, bitte. Der ist wieder. Ja, das wirst du. Jetzt hilf mir, bitte. Wir sterben hier draußen. Sag das nie wieder. Nie wieder. Ich halte sie auf dem Laufenden, ne? Sich keine Sorgen. Jochen, Gott sei Dank. Ich dachte, du bist in den Bergen, dein Handy war aus. Ja, ich habe vergessen aufzuladen. Das Akku war alle. Meine Schuld, tut mir leid. Was ist denn hier los? Das ist Herr Kofler von der Bergrettung. Ach, guten Tag. Guten Tag. Ist irgendwas mit Miri? Sie ist verschwunden. Frau Winkler, noch mal ganz klar. Es muss nichts passiert sein. Wir wüssten einfach gerne Bescheid. Sie wüssten einfach gerne Bescheid. Worüber denn? Sie hat sich wohl zusammen mit einer anderen Teilnehmerin von der Bergtour getrennt. Tja, offenbar sind die beiden Mädchen dann auf eigene Faust los. Aber wohin? Das wissen wir nicht.
Die Spur verliert sich am Hilderlin-Pass. Die beiden haben da oben wohl den Wagen an der Straße abgestellt und sind zu Fuß weiter. Am Hilderlin-Pass? Aber da führt die Tour doch gar nicht lang. Eben. Sagen Sie, haben Sie zufällig eine Idee, was Ihre Tochter da oben suchen könnte? Oder was Ihr Ziel sein könnte? Nein. Nein. Mit wem ist sie denn unterwegs? Das Mädchen heißt Alexandra Marbach. Sie ist 18 Jahre alt, kommt aus Liezen. Und dieses Mädchen war auch bei der Tour dabei? Ich habe schon gesagt, dass wir niemanden aus Liezen kennen. Ja. Also keine Alexandra oder sonst irgendjemanden, der Marbach heißt. Nein. Wie gesagt, bislang haben wir noch keine Spur. Das kann heißen, dass oben überhaupt niemand ist. Aber ich muss Ihnen auch sagen, wenn die Mädchen oben sind, dann kann es schnell gefährlich werden. Wir haben in der Region zurzeit Lawinenwarnstufe 4. Ja, richtig. Na, ganz im Gegenteil, das ist momentan ziemlich heikel. Ich bin Wissenschaftler, Lawinenforscher. Wir analysieren Lawinen, um sie besser voraussagen zu können. Ein Forschungsprojekt. Was will die denn da oben? Ich weiß es doch auch nicht. Wahrscheinlich ein falscher Alarm, hm? Ja. Mein Vater wäre in den Bergen verunglückt und tot. Wurde nie gefunden? Nein. Aber er war so ein guter Bergsteiger, weißt du. Er war der Beste. Er hat Bücher darüber geschrieben, über alte Routen, traditionelles Bergsteigen und so weiter. Die Schreibmaschine, warum ist die wichtig? Mein Vater ist altmodisch. Er glaubt an Talismänner, Glück und so weiter. Dieses alte, schwere Ding, die Schreibmaschine, hat auf jede Expedition mitgeschleppt. Wenn einer den Berg bezwingt und nicht stirbt, dann mein Vater. Das habe ich ihm immer geglaubt. Ich habe immer an ihn geglaubt. Du glaubst nicht, dass er tot ist? Inzwischen weiß ich, dass er nicht tot ist. Der Brief? Hat ihn mir vor einem Jahr geschrieben. Mit der alten Schreibmaschine. Hat geschrieben, dass er nicht zurückkommen wird. Dass ich ihn vergessen und loslassen soll. Dass er mir nichts erklären wird. Dass ich niemandem von dem Brief etwas sagen darf. Dass er mich liebt, aber. Abschiedsbrief eben. Verstehe. Ja? Ich nicht. Mein Vater lebt. Ist einfach nur abgehauen. Das Arschloch. Nach 15 Jahren. Ich glaube, dass er mir mit dem Brief was Gutes tun wollte. Er weiß machen, dass ich nicht mehr über seinen Tod trauern müsse. Statt einem toten Vater habe ich jetzt einen Arschlochvater, der seine Familie einfach so von dem einen auf den anderen Tag verlässt. Manchmal glaube ich, mir wäre es lieber, wenn er tot wäre. Aber du hast immer noch die Hoffnung, ihn zu finden. Oder warum sind wir hier? Auf einmal taucht ein Vater auf. Und dann das Foto. Ich verstehe das alles nicht. Ich lasse nicht zu, dass irgendjemand meiner Mutter noch mal so wehtut. Das verkraftet sie nicht. Sie war so am Ende damals. Witwe für ein Jahr. Dann taucht Philipp auf. Sie ist endlich wieder glücklich und dann der Brief. Hast du ihn ihr gezeigt? Natürlich. Und diese Enttäuschung. Aber Philipp hat ihr so geholfen damals. Bestimmt wird alles wieder gut. Bestimmt gibt es irgendeine Erklärung für all das. Miri, Sweetie, ich bin's. Dein Vater. Miri, bitte. Ruf mich sofort zurück, wenn du das abhörst, ja? Und sprich mit niemandem. Verstehst du mich? Ich weiß, du glaubst, du weißt Bescheid, aber ich schwöre dir, du weißt nichts. Es ist alles ganz, ganz anders, glaub mir. Du und Alexandra, ihr beiden müsst sofort zurückkommen. Verstehst du?
Und geht auf gar keinen Fall zur Hütte. Es herrscht Lawinengefahr da draußen. In der ganzen Gegend. Also kommt bitte sofort zurück. Es ist gefährlich da oben. Ja? Ich werde zu euch kommen. Okay? Was hast du vor? Ich will Miri suchen. Also ich schieße mich einfach der Bergrettung an. Das macht doch Sinn, oder? Gute Idee. Nichts, nichts und nochmal nichts. Sagst du Markus Bescheid? Oder soll ich lieber? Markus für Katharina? Markus hört? Hier oben keine Spur von nicht und niemandem. Okay, komm zur Zentrale. Wir machen eine Lagebesprechung. Ende. Okay. Okay. Niemand wird uns finden. Sie werden uns finden. Mein Vater wird uns finden. Der kennt sich da aus. Jochen, was machst du denn da? Ich dachte, du bist irgendwie... Ich wollte gerade wieder hoch. Alles in Ordnung? Ja, natürlich. Na, hoffentlich weiß wenigstens deine Familie Bescheid, wo du da wieder bist, wenn du mir nichts sagst. Ja, natürlich. Einen schönen Tag. Ich wollte nur sehen, wie weit Sie sind. Brauchen Sie Hilfe? Wegen des Mietrückstands? Nein, das ist nur wegen der rascheren Abwicklung. Je eher die Räume frei sind, umso besser auch für Sie und Ihre Verbindlichkeiten. Sie meinten, ich habe bis zum Ende des Monats Zeit mit der Räumung? Ja, ja. Und Sie sagten, Sie zahlen noch pünktlich Ihre Miete, Herr Barasek. Das ist aber doch realistisch, hm? Ja gut, aber ich weiß jetzt aber nicht, wohin so schnell mit der Ware. Das ist kein Problem. Können Sie alles mir überlassen. Mach ich umsonst, kostenlos. Ach, kostenlos? Ja. Die Übernahme war doch nicht umsonst. Dafür habe ich beim Toni teuer bezahlt. Seine Pleite muss jeder teuer bezahlen, so ist das nun mal. Na, was will jetzt der Emily sagen? Dass du mich gefahren hast. Die wird es sicher verstehen, dass ich hier sein musste. Da bin ich ganz sicher. Wenn du so sicher wärst, hätte ja sie dich gefahren und nicht ich, oder? Ja. Emily macht sich Sorgen, ich weiß. Aber die Jungs müssen sich auf mich verlassen können, oder? Aber deine Frau auch. Tobias, du bist jetzt verheiratet. Und es gibt schon Regeln. Du kannst dich nicht davon stellen wie ein Schulbub. Der Markus hat mir gerade das Leben gerettet, indem er seins riskiert hat. Den lasse ich jetzt nicht im Stich. Das musst du verstehen, oder? Ich verstehe es ja. Aber die Emily muss es verstehen. Danke, Franz. Das ist Ihre Pleite, nicht meine. Sie machen es nur noch schlimmer. Alex? Alexandra? Alex? Wach auf, Alexandra! Alex! Alex! Unsere Spuren sind weg! Aber es ist wieder warm! Alex, die Sonne! Komm! Herr Marasek? Ja, der ist geschlossen. Es geht um meine Tochter Miriam. Sie war bei ihrer Bergwanderung dabei. Ja. Herr Winter? Ja. Ja, die Bergrettung sucht schon nach ihrer Tochter. Die beiden werden sicherlich bald gefunden. Wer von den beiden ist auf die Idee gekommen? Welche Idee? Na, die Idee abzubrechen, wegzulaufen. Was haben die beiden denn geredet? Ich meine, worüber haben sie gesprochen? Wie geredet? Ich meine, geredet über mich vielleicht. Miriam wollte unbedingt nach Hause. Das hat sie gesagt? Ja, zu ihrem Vater. Sie verkaufen Ausrüstung? Räumungsverkauf. Räumungsverkauf. Ich brauche... Wie teuer sind die hier?
112,80 Euro. Über 12 Euro. Bitte schön. Schönen Tag. Schönen Tag. Die Suche aus der Luft hat nichts gebracht. Und Markus hat recht. Das Suchgebiet, das ist riesengroß. Also gut, nochmal. Die einen marschieren Richtung Süden und die anderen nehmen das westliche Suchgebiet bis zur Burgelspitze. Gibt's noch Fragen? Gut, los. Das tut mir echt leid mit der Bereitschaft. Oh. Schon okay, jetzt bist du ja da. Mann, Ben, wir hätten dich heute echt gebraucht, ne? Der Vater von der Miriam Winkler war gerade bei mir im Laden. Was? Was wollte der denn? Keine Ahnung. Aber er hat die gleichen Fragen gestellt wie du. Wohin die Mädchen wollen und so. Was hat er vor? Hoffentlich kein Alleingang. Geh nicht ran. Und? Hast du Schiss gehabt? In der Lawine? Ja. Die Emily war ziemlich geschockt. Ich habe jetzt Verantwortung für eine Familie. Vielleicht hat sie recht. Wann ist genug genug? Das kann ich dir genau sagen. Sobald hier draußen niemand mehr verloren geht, da hör mal auf, und zwar sofort. Was ist mit Ben? Der hat doch nicht nur verpennt, oder? Vielleicht denkt er genauso wie du. Ich weiß es nicht. Er sagt nicht, was er hat. Sorgen hat er. So Typen wie Ben, die reden immer erst, wenn es zu spät ist. Er braucht eine Frau. Setz mal die Emily drauf an. Bitte? Zum Reden. Nur zum Reden. Herrgott nochmal, was denkst du denn? Es hat schon wieder geschneit hier, keine Spuren. So finden wir die Mädchen nie, ohne bessere Hinweise. Wo ist Markus? Naja, bessere Hinweise sammeln. Nein, Dr. Winkler, haben Sie verpasst. Er ist schon wieder auf dem Weg nach oben. Nach oben? Unsere Forschungsgruppe hat verschiedene Spots in den Bergen und Dr. Winkler hat privat eine Hütte weit oben, wo aber all unsere Messdaten zusammenkommen. Zu der Hütte ist er jetzt hin? Ja, das nehme ich an. Ich habe nur kurz gesehen vorhin. Er macht aber die Tests und die ersten Auswertungen meistens direkt vor Ort. Das kann ein paar Tage dauern. Tests? Mit Sprengungen? Schon. An den markanten Punkten braucht es in unserem Testgebiet ja nicht viel Energie. Wir positionieren die Salven im Herbst und lassen sie dann einschneiden. Dann ist die Arbeit in der Hochsaison bei uns nur noch ein Knopfdruck. Wo ist denn die Hütte? Ja, ungefähr hier. Okay, da ist der Hölderling. Das ist weit aber machbar. Wissen Sie, ob Dr. Winklers Tochter ihn mal zur Hütte begleitet hat? Keine Ahnung. Wieso ist das wichtig? Sie sucht ihren Vater. Vielleicht denkt sie, dass er da ist. Kann schon sein. Wir verstehen die Zusammenhänge von Witterung, Schneefall, Temperaturen und geologischen Strukturen mittlerweile sehr viel besser. Also passen Sie auf in Ihrem Suchgebiet. Aber wem sage ich das? Wem gehört denn der graue Wagen da draußen? Der verbeulte Kumpel. Gehört dem Chef, ist bei Eis in den Graben gerutscht. Das ist der Wagen von Dr. Winkler. Mhm. Der Jochen hat ein Auto vom Institut genommen und hat sich das Schneemobil für den Aufstieg mitgenommen. Ich leih mir das mal aus. Okay, danke. An der Westseite von Gamskogel, da müsste eine kleine Hütte sein. Ja, passt direkt an der Brettneralm. Magst du da mal hinfliegen, bitte? Alles klar, bis später. Alexander!
Alexander! Miriam! Alex! Hey Franz, pass auf, ich war bei dem Geschäft. Ja. Was brauchtest du denn? Eine Erklärung. Du kneifst vor dem großen Herbrechter, gibst dich geschlagen. Ja, dem Bürgermeister gehört das Haus. Seine Hütte, meine Miete. Und die bin ich ihm schuldig. Ich helfe dir. Mit dem Laden? Nee, die Verträge sind eindeutig. Keine Miete bis zur nächsten Woche, fristlose Kündigung. Typisch. Typisch, Herbrechter. Und du bist zurzeit in einem Engpass. Pleite. Das läuft halt nicht besonders. Pass auf, wir schlagen den Miethai mit seinen eigenen Mitteln. Geld. Ich habe Geld gespart, meine Pension. Läuft ganz gut. Ich steige in deinem Geschäft ein. Wir verkaufen immer noch Sportausrüstung. Ja, klar. Stopp, bleib mal kurz leise. Doc, ich hab was gehört. Weiter. Dr. Jochen Winkler, noch nie gehört? Nein, den Namen kenne ich nicht. Wir versuchen eine Verbindung zwischen Alexandra und Miriam Winkler herzustellen. Also diesen Mann haben Sie wirklich noch nie gesehen. Wer hat Sie eigentlich gestern nach Hause gefahren? Das ist Philipp, mein Freund. Seit wann kennen Sie sich? Ja, seit 2 Jahren etwa. Was soll das? Warum fragen Sie das alles? Herr Kofler, was hat es zu bedeuten? Reden Sie mit mir. Ihr Freund Philipp ist Dr. Jochen Winkler. Es tut mir leid, aber er hat eine Familie, anderen Namen, anderes Leben und er ist der Vater von Miriam Winkler. Aber er ist mit mir zusammen, wir lieben uns. Behaupte auch nicht das Gegenteil. Ach, was? Das kann ich nicht glauben. Alexandra konnte das wahrscheinlich genauso wenig glauben wie Miriam. Die beiden haben sich zufällig getroffen, sind über die Verbindung gestolpert und wollten Gewissheit haben. Deshalb sind sie zusammen losgezogen. Ja, aber wohin? Ich denke in die Berge. Zu Jochen Winkler, der ist Lawinenforscher. Ja, das weiß ich. Er ist auch immer wochenlang unterwegs und deshalb können wir uns nicht sehen. Vater, die Schreibmaschine. Überleg doch, warum wir hier sind. Die Spur. Komm, wir wollten zur Hütte, Alex, bitte. Liebe Alexandra, Sweetie. Mein Vater hat dich Sweetie genannt. Alex? Alex, hörst du das? Was ist passiert? Guck mal her. Oh Gott. Alles wird gut, mein Liebes. Ich bin da. Alles wird gut. Ich glaube, sie ist tot. Alexandra, wo ist sie? Kannst du mir den Weg zeigen? Zeig mir den Weg. Bring es zu ihr. Ja, bring es zu ihr. Komm. Komm schon, komm. Und? Ich habe 3 Suchtrupps in 5 verschiedene Gruppen eingeteilt. So sind wir schneller. Die Lawinenwarnung wurde auch für alle aktualisiert. Okay. Ja, das Gebiet ist aber trotzdem noch ziemlich groß. Ich hoffe nur, dass Tobias und Michael mehr Glück haben an der Hütte. Hier. Jochen Winkler, Lawinenforscher, verheiratet und der Freund von der Mutter der Freundin. Wie, der fährt zweigleisig? Ja, seit 2 Jahren schon. Na, dann hat sich die Frau ja schnell wieder gefangen. Alexandra Marbach. Da gab es einen Vermisstenfall vor 3 Jahren. Thorsten Marbach, ihr Vater und der Ehemann von? Sonja Marbach, die ist Witwe. Ich hab's auch nur durch Zufall erfahren, als ich die Daten ins System eingespielt habe.
Thorsten Marbach gilt seit 3 Jahren als vermisst. Die Kollegen vom Kallachtal haben ihn nie gefunden. Bis heute nicht. Die Aufnahme sieht hier nicht aus, als ob die 3 Jahre alt wäre, sondern 100. Was hat denn der da an? Er hat historische Bergwanderrouten kartografiert und immer Fotos wie diese geschossen. Für seine Bücher, er war Autor. Vermisst seit 2012, 2014 für tot erklärt. Das war im Kallachtal, wie gesagt. Also ganz woanders. Vorne ist die Hütte. Lawinenforschung, was soll das eigentlich sein? Es schneit, der Mist geht ab und rutscht talwärts. Fertig ist die Lawine, oder? Bring uns einfach da runter, okay? Da ist niemand. Eine Spur von dem Mädchen. Das schneit nicht, da gibt's keine Spuren mehr. Meine ich nicht. Aber jeder normal gestrickte schaut aus dem Fenster, wenn man so elegant im Vorgarten landet, oder? Aber vielleicht waren sie hier. Nachschauen kostet nichts, komm. Warte mal kurz, das müsst ihr euch anschauen. Der Michi Dörfler mit einem Werkzeug in der Hand. Tut dir nicht weh. Das wird dem Rudi Spaß machen. Nur ein Schraubenzieher. Das ist ein Phasenprüfer, kein Schraubenzieher. Ein Phasenprüfer. Er soll aber zum Mitschreiben. Vermittelt mal den Mann zur Rede stellen, weil... Er ist der Vater von der einen und der Geliebte von der Mutter der anderen. Das ist richtig. Ja, aber da muss noch mehr sein. Die beiden Mädchen sind ohne große Vorbereitung da hoch. Sind da draußen ziemlich überfordert. Das hat für sie keine Rolle gespielt. Okay. Wir glauben zwar nicht, dass die hier waren, aber wir schauen auf jeden Fall mal nach. So. Das war's, sich bitte einzutreten. Wieso jetzt nicht zuerst? Ab hier ist es Einbruch und Einbruch ist eine Straftat. Nur zur Info. Das macht mir jetzt aber schon Sorgen. Ich bin zum ersten Mal mit einem Werkzeug in der Hand. Und dann kennst du dich auch noch mit Einbruch und sowas aus. Keine Angst. Ich bin seit Ewigkeiten auf dem Pfad der Tugend unterwegs. Leute, macht mal hier bitte, ja? Ganz schön guter Empfang da oben. Das ist eine Forschungsstation. Hier ist niemand. Das habe ich dir doch gleich gesagt. Habt ihr gehört? Also ich verstehe ja, dass die Mädchen nicht da oben sind. Der Schnee verändert die Landschaft und die kennen sich nicht aus. Aber? Warum ist der Lawinenforscher nicht da? Jochen Winkler ist da oben so gut wie zu Hause. Auch bei der Wetterlage. Ja, das stimmt schon, aber... Also heute war der mit Sicherheit noch nicht hier. Das wäre doch sein erster Anlaufpunkt. Der sucht seine Tochter und die Tochter seiner Freundin. Im Prinzip weiß er ja genau von dir. Das sind die beiden Mädchen hier oben suchen. Ja eben, also warum ist er nicht da? Hey, stopp! Was denn? Warte mal, geh mal zurück ans Fenster. Auf die Schreibmaschine! Siehst du das? Das ist die Schreibmaschine vom vermissten Thorsten Marbach. Tobias, pack die Schreibmaschine ein, bring sie mit runter. Okay. So, und jetzt kommt zum Einbruch auch noch Diebstahl dazu. Einbruch, Diebstahl, nennt man das bei Gericht. Nee. Warum verlasse ich das dem Pfad der Tugend? Es ist ja nicht rangegangen, jetzt hat er keinen Empfang. Es kann auch nur heißen, dass er auch da oben ist. Ganz genau, und er weiß irgendwas, was wir nicht wissen. Er hat Steigeisen mitgenommen. Wie bitte? Scheiße, der hätte ich gleich drauf kommen sollen. Was? Als er bei mir im Laden war, da hat er nagelneue Steigeisen mitgenommen. Welche Route zur Hütte klettert man am Eis? Naja, wo im Sommer Wasser ist, da ist im Winter Eis. Genau. Er wird Höhenunterschiede abkürzen wollen, über gefrorene Wasserfälle. Hier. Zentrale an alle Suchmannschaften, haltet Ausschau nach einem Fahrzeug der Lawinenforschung. Ich wiederhole, haltet Ausschau nach einem Fahrzeug der Lawinenforschung. Over. Weiß er also, wo die Mädchen sind? Besser. Ich glaube, er hat sie schon gefunden. Alexander, kannst du mich hören? Ich bin's. Alles wird gut. Ich bin jetzt bei dir. Alles wird gut. Die Wärmefolien aus dem Rucksack. Vielleicht können wir verhindern, dass sie ganz auskühlt. Du kennst ihren Namen. Das heißt, du kennst sie. Also stimmt das? Sie ist doch jetzt der richtige Zeitpunkt. Komm her, Sweetie. Zieh die Jacke über. Na, komm schon. So ist gut. So. Und jetzt die Folien, bitte. Hier in der Nähe haben wir eine kleine Wetterstation. Da bringen wir sie hin. Ganz in der Nähe. Wieso nicht zur Hütte? Na, weil es zu weit weg ist. Komm schon. Ist das wirklich der Grund? Alexander wird erfrieren. In der Wetterstation, da ist sie geschützt. Der Raum ist blitzeklein. Wir kriegen uns schnell aufgewärmt. Okay, mehr können wir hier nicht tun. Ich muss. Auf geht's, Schatz.
Tja, war vielleicht doch keine so gute Idee herzukommen. Die Bergrettung, die stuft das Erschwinden unserer Töchter jetzt als Notfall ein. Sonja. Bitte. Und? Wie sieht's aus? Nix. Ganzen Tag durch den Tiefschnee. Kollegen sind auch an der Grenze. Okay, pass auf. Ich habe nochmal mit Markus telefoniert. Wir müssen uns jetzt auf das Gebiet zwischen Hilderlin-Pass und Forschungshütte konzentrieren. Da gibt's keinen direkten Weg, das sind immer noch 5 bis 6 Möglichkeiten, ja? Aber dafür können wir den südlichen Teil schon mal komplett ausschließen. Ja, das sind wir auch alles abgeflogen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie lange hält man es überhaupt aus hier draußen? Bei der Witterung und den Temperaturen. Schlecht ausgerüstet, ungeübt, womöglich noch verletzt. Ja, was denn? Die Statistik ist auch nicht auf unserer Seite, oder? Was meinst? Wie lange haben wir noch? Nimmer lang. Ich sag's euch ehrlich, mein nächster Flug geht runter ins Tal. Ja, okay. Dann brechen wir ab für heute. Ein paar Kollegen schlagen die Zelte auf, dann verlieren wir morgen früh keine Zeit. Ja. Ja, das ist sie. Das ist die Schreibmaschine meines Mannes. Was hat die in Jochens Hütte zu suchen? Also ich denke, die zuständige Bergrettung hat den Vermissten damals in einer völlig falschen Gegend gesucht. Frau Marbach. Ihr Mann war in der Ramsau. Das wusste nur niemand. Miriam, Sweetie, sei vernünftig. Nicht so viel bewegen. Denke an deine Verletzung. Verdammt nochmal. Gibt's hier nirgendwo Feuer? Keine Streichhölzer? Kein Feuerzeug, gar nichts. Was war das so ein Feuerzeug? Sag mal, rauchst du heimlich? Reden wir jetzt echt über meine kleinen Geheimnisse? Ich verspreche dir, in ein paar Sekunden ist es hier genauso muckelig warm wie in einer finnischen Sauna. Hm? Was machst du da? Es wird vielleicht eine kleine Weile dauern. Aber irgendwann werden die Hunden im Büro merken, dass die Station keine Daten mehr liefert. Dann schicken wir jemanden hoch, der das checkt. Und der wird uns finden, ganz einfach. Sobald es hell wird, können wir doch das Schneemobil nehmen. Das ist keine gute Idee. Du hast viel Blut verloren. Und schau dir Alexandra an. Nein, 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 nein. Das ist keine Option. Wir müssen einschätzen können, was jemand vorhat, zu was er fähig ist, Frau Winkler. Was meinen Sie? Er hat ein Geheimnis, schon lange. Er hat Sie beide systematisch belogen und betrogen. Hören Sie, dass er ein Verhältnis hat in dieser Konstellation, das ist kein Zufall, das ist... Krank? Oder wollen Sie damit sagen, dass mein Mann gefährlich sein könnte? Er ist verschwunden und ich denke, er hat die Mädchen bereits gefunden. Er hat keinen Kontakt zu uns gesucht, im Gegenteil. Er hat Sie heute angelogen, er hat uns von der Bergrettung wichtige Informationen vorenthalten. Also was hat er vor? Ich weiß es nicht. Weißt du was? Ich glaube, es wird alles wieder gut werden. Echt? Glaubst du das wirklich? Ja. Ich will wissen, ob du fremd gehst. Ich will es von dir hören. Sag mir, ob Alex recht hat. Hey, Sweetie. Ich weiß, das ist alles nur meine Schuld. Und? Du hast deine Geliebte. Alexandras Mutter. Du betrügst Mama. Uns. Du verrätst deine Familie. Du verrätst mich. Ich kann es nicht fassen. Alex sagt, es geht schon 2 Jahre so. Ich habe ihr das nicht geglaubt. Deswegen seid ihr 2 hier hoch. Hm? Liebst du die Frau? Was? Lässt du dich scheiden? Oder soll das jetzt für immer so weitergehen? Antworte mir, liebst du sie? Philipp, ich meine, Herr Winkler ist sehr gut zu mir gewesen.
Er hat mir sehr geholfen in der schweren Zeit. Er ist ein guter Mann. Und irgendwann haben wir uns verliebt. Es ist einfach so passiert. Ja. Jochen ist ein verdammter Samariter. Ja, das ist er. Er wird niemals irgendjemandem etwas zuleide tun. Das ist vollkommen ausgeschlossen, da bin ich ganz sicher. Ich bringe Ihre Mädchen nach Hause. Ich verspreche es. Sie kommt zu sich. Alexandra? Oh, Gott sei Dank. Ruhig, ruhig. Ganz ruhig. Hm? Wie geht's dir? Wie geht's dir jetzt? Wo ist mein Vater? Dein Vater? Woher soll ich wissen, wo dein... Du hast deine Sachen. Was redet sie denn da? War mein Vater bei dir auf der Hütte? Nein, natürlich nicht. Ich kenne ihren Vater überhaupt nicht. Die Schreibmaschine, Papa. Welche Schreibmaschine? Mein Vater ist weg. Und ein Jahr später tauchst du auf. Und dann der Brief. Welcher Brief? Hä? Der wurde auf der Maschine geschrieben, sobald er auf der Hütte ist. Das ist doch vollkommener Unsinn. Woher willst du was wissen? Du musst die Wahrheit sagen. Wir haben ein Foto davon. War mein Vater dort? Nein. Nein, nein, natürlich nicht. Aber du musst Alex doch helfen. Das habe ich doch versucht. Ich habe die ganze Zeit versucht. Du hast den Brief geschrieben. Es ging nicht schlecht. Es ging nicht sehr, sehr schlecht. Ich wollte einfach nicht, dass sie sich falsche Hoffnungen macht. Warum sind die Hoffnungen falsch? Warum? Papa, was hast du getan? Es hatte geschneit. Es war der perfekte Tag. Es herrschten ideale Bedingungen. Alles war vorbereitet. Wir mussten bloß noch auf das Okay der Behörden warten. Ja, und? Ich wollte nicht mehr warten. Ich konnte nicht mehr warten. Ich musste wissen, ob unser Messsystem funktioniert. Und? Es war ja niemand da draußen. Niemand. Also habe ich auf den Knopf gedrückt. Du hast also eine deiner Lawinen ausgelöst. Und weiter? Das war meine erste Lawine. Ich erinnere mich genau. Der 4. Februar vor 3 Jahren. Ich habe den Mann noch rennen sehen. Ich habe gesehen, wie er um sein Leben rannte. Meine Lawine war so groß, so gewaltig. Du hast meinen Vater umgebracht? Ich weiß, aber das kann man nicht einfach wieder gut machen. Aber ich wollte deiner Mutter nur irgendwie helfen. Konntest du das für dich behalten? Meine Mutter und ich haben uns jahrelang Hoffnungen gemacht. Nicht nur, dass du meinen Vater umgebracht hast und es verschwiegen hast. Du hast uns mit dem Brief gequält. Aber das war nie meine Absicht. Niemals, Alexandra, das musst du mir glauben. Ich wollte dir beistehen, dir irgendwie helfen. Ich muss zu meiner Mutter. Nein. Bitte nicht. Ich rede mit deiner Mutter. Ich verspreche es. Und ich rede auch mit Mama. Nur gib mir die Zeit, damit ich es ihnen erklären kann. Ich flehe euch an, bitte.
Zelle 4 sendet nicht mehr. Warum ausgerechnet jetzt? Lawinenforschung für Bergrettung. Na, auf jeden Fall sagt die Emily, der Ben ist total pleite. Ja, da kann ja niemand was für. Na doch, wir alle. Wieso? Jetzt überleg doch mal. Unser Vater sorgt dafür, dass die Verwaltung die Ausrüstung jetzt online bestellt. Anstatt nach Tonis Weggang weiter bei Ben einzukaufen, oder? Ja, leider. Ja, scheiße, nicht leider. Weil unser Senior ihm als Vermieter danach auch noch einen Hahn abdreht. Ja, regelt das doch einfach mit ihm. Pass auf, ich habe einen besseren Vorschlag. Der Andreas ist immer Touren gegangen, als Bergführer, so wie du. So wie jeder von uns. Und der Startpunkt für die Touren, der war immer vorm Laden. Verstehst? Nein. Ja, und die Teilnehmer haben vor der Tour immer noch bei Toni eingekauft. Es war eine Art Tradition. Achtung, kommt. Sollte vielleicht auch für Ben gelten. So, Leute, wir können. Wir wollen zu unseren Kindern. Und ich will zu meinem Mann. Das ist ein Rettungseinsatz. Und das da oben ist meine Familie. Herr Kofle meint, es gibt eine Spur. Bitte. Bitte. Danke. Der Kollege von Winkler sagt, der Station 4 liegt Richtung Osten. Sind Sie dort? Hoffen wir das oder wissen wir das? Die Störung ist den weit. Ich frage ja nur. Wo ist mein Vater? Wo hast du ihn? Ich habe deinen Vater, so gut es ging, begraben. Begraben? Hier in den Bergen? Hier sind nur Felsen und Steine, du lügst schon wieder! Nein, nein. Richtung Westen. Ungefähr 500 Meter, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Kurz vor dem Steilhang, da habe ich ihn unter Steinen begraben. Du Arsch! Alexandra! Alexandra! Papier! Alexandra! Die Tante! Landen kann ich bei der kleinen Hütte nicht. Ich schmeiß euch da unterhalb von dem kleinen Vorsprung raus, okay? Okay. Du bleibst hier, hast du gehört? Du rührst dich nicht von der Stelle. Ich kümmere mich später um dich, ja? Alexandra! An der Kante. Los. Sei! Hans, geh du! Du links, ich rechts, okay? Okay? Ich schaff's nicht! Es tut mir leid! Ich verzeih dir! Was? Ich verzeih dir! Ja. Aber red mit meiner Mutter! Ich kann nicht mehr! Geh die Meter! Nein! Nein! Du bist gleich! Los! Alex, nein! Los! Nein! Wir haben dich.
Ich bin der Markus, alles klar? Ich bin der Benjamin. Hey, wird alles gut, Alexander. Es wird nur noch ein Klacks. Das macht Spaß, hä? Wahrscheinlich eine gute. Ganz ruhig. Dann gehe ich runter, okay? Tobias! Du musst sofort ins Krankenhaus! Schnell! Wahrscheinlich ihre Punkte. Ich übernehme, was hast du? Alexandra! 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 Halt dich gut fest! Ich sag dir! Hat irgendwie was Beruhigendes, endlich zu wissen, wo er liegt. Das ist alles meine Schuld. Meine ganz allein. Ich habe euch das angetan. Kann ich bitte noch kurz allein sein? Natürlich. Mama, wir haben Papa gefunden. Was ist das da hinten? Wo ist Dr. Winkler? Was will er denn da hinten? Jochen! Warte, ich hole ihn. Nein, warte. Es ist zu spät. Frau Winkler, reden Sie mit ihm. Verzeiht mir. Jochen! Nein, bitte! So, ich würde mal vorschlagen, ihr schaut euch da drin nach was Passendem um. Da oben wird es nämlich kalt. Skijacken sind heute im Angebot. Habt ihr Lust? Mhm. Gut, ja, dann kommt. Sie sind nicht ausgezogen. Was soll das hier werden, Herr Marasek? Was wird der Schussverkauf? Sie haben die Miete überwiesen? Nein, ich.
Bitte, kommen Sie bitte weiter, meine Herrschaft. Ich habe die Miete überwiesen, Peter. Ich bin nämlich sein Partner. Du? Du bist ein krummer Hund und nichts anderes. Was glaubst du, wie lange das dauert, bis du hier baden kannst? Ja, wir haben ganz gute Ideen. Umsatz ist auch nicht schlecht. Ah, darf ich dir die Quittung gleich mitgeben? Welche Quittung? Die Bergretter haben bei uns ihre Ausrüstung gekauft. Ich habe ihnen natürlich einen Nachlass gegeben. Hoffe, du freust dich. Peter, ich würde gern länger mit dir plaudern, aber das Geschäft holt allein. Okay, seid ihr soweit? Ja. Gut, dann packen wir's. Viel Spaß miteinander. Ja! Yeah!